Das Hargreave-Resch-Gebäude. Aber der Haupteingang ist wegen Schutt unpassierbar und das Gebäude ist abgeriegelt. Die Sicherheitssysteme zeigen, dass die Parkebenen zumindest teilweise nicht abgeriegelt sind. Und von dort aus sollten sie bis ins Erdgeschoss raufkommen. Die Bioprotokollproben befinden sich im Forschungsflügel, oben im 11. Stock. Es gibt im Moment zwar keinen Zugang zu Aufzug und Treppenhaus, aber am Sicherheitspult in der Lobby können Sie einen Systemneustart veranlassen. Sie müssen sich beeilen. Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Let's Play Crysis 2. Wir kämpfen uns mit Chino und natürlich als Alcatraz zum Hargreaves Rush Gebäude vor, um die Biodaten dazu bekommen und Hargreaves glücklich zu machen. Okay. Ja, wo bist du auch so da? Okay. Ja, ich laufe schon. Zerfall West 36th Street, New York, 24. August 15.21 Uhr. Was? Kontakt? Nee. Nee. Okay, ja, im letzten Part haben wir eine unglaubliche Schlacht gegen die Aliens abgeliefert. Glücklicherweise konnten wir sie besiegen. Dank der Hilfe von anderen Marines, die hoffentlich alle auch überlebt haben. Und da war gerade ein lieber, netter Soldat. Ja, wo soll ich die mir holen? Ein MG. Ja? Ja, ich find's nicht mehr. Sehr schön. Na. Ja, ich würde sagen, für jetzt holen wir uns mal und dann hoffe ich einfach, dass da nochmal eine Scar rumliegt. Kommt da noch was drauf? Ja. Laservisier und Sturmvisier. Ja, okay, Sturmvisier bringt's nicht so, aber ich würde sagen, Laservisier, komm uns draufhauen. Einsatzgebiet sicher, keine Ziele. Wollt doch lieber die Scar. Ich weiß nicht, nehmen wir jetzt einfach mal das MG mit. Und für andere Kämpfe hätte ich immer einen Sniper. Super. Ne, aber ich glaube, es ist eine bessere Idee, weil ich weiß halt nicht, wie viel Muni. Nee. Ich weiß nicht. Ich habe Angst. Da sind viel zu viele Aliens. Das MG ist halt cool, aber es ist nach. Also, wenn ich damit nachladen muss, dauert es halt erstmal eine halbe Stunde. Ich würde sagen, nehme ich lieber meine die Scar mit. Weil die Scar ist mir um einiges lieber. Mit der kann ich auch besser umgehen. Mir wäre es nur lieber, dass ich ein bisschen mehr Muni mit hätte, aber... Naja, kann man nichts machen. Okay, gut. Ach, ich kann nicht so cool springen. Jetzt kann ich wieder cool springen. Okay. Das Gebäude ist abgeriegelt. Sie müssen sich einen Weg durch die Parkgarage freisprengen. Die Bioprotokollproben befinden sich im Forschungsflügel im 11. Stock. Sie müssen durch die Lobby rauf. Schön, ich habe schon einen Sniper. Finde ich toll. Gut, dann würde ich sagen, snipen wir jetzt ein wenig. Okay, taktische Übersicht mal wieder. Da ist ein Geschütz, ja, da müssen wir dann hinnehmen. Da können wir irgendwas nehmen und da ist ein Biovisier. Ein Biovisier, what the fuck? Nein! Was drücke ich da? Bin so unfähig. Bin so dermaßen unfähig. Okay, ich würde sagen, am Anfang versuche ich hier möglichst viele von den Gegnern auszuschalten. Indem ich sie wegsnipere. Und dann laufe ich da rechts rum. Und versuche dann irgendwie den Wagen zu erreichen. Mehr schlecht als recht. Ich würde am liebsten würde ich einfach das Sniper wegwerfen und dafür dann das MG mitnehmen. Aber hier bringt es mir wirklich sehr viel. Das ist das Schlimme. Nein! Ich habe ihn nicht getötet, gell? Scheiße. Okay, kurz nachladen. Durchatmen. Zack. Alle guten Dinge sind zwei. Okay, zwei sind down. Chino und so, die bleiben hier vorne. Gut. Von hier habe ich einen super Ausblick dann. Genau dahin wollte ich. Okay. Da ist einer. Er hat gemerkt, dass sein Kumpel gestorben ist, aber das ist mir scheißegal. Da ist einer. Da unten sehe ich gerade niemanden. Und da hinten kann ich auch niemanden sehen. Dann würde ich sagen, widmen wir uns gleich mal dem hier. Oh, ne. Scheiße, wo kommen die ganzen her?
Ich sehe da einen einzigen und auf einmal ballern mich von allen Seiten hier schon wieder alle ab. Okay, kurz wieder. Unsichtbar aufladen. Komm. Boom. Ja, meine maximalen Panzerung, also so viel ich weiß, also bin mir da gar nicht mehr so sicher, aber ich glaube es zumindest, dass wir da auch stärkere Waffenschaden haben. Ich bin mir da gar nicht sicher, aber ich hoffe es einfach mal. Wäre cool. Könnte ich mitleben. Der ist doch, der kann nicht mehr leben. Boah, warum lebt der auch noch? Okay, kurz unsichtbar machen. Bam. Unsichtbar. Dann sehe ich da hinten noch einen. Oder unter mir. Vielmehr ist der irgendwo unter mir. Ah, da. Oh, Nanovision, nein. Der war schön. Okay, dann gehe ich nochmal kurz zurück zur Chino und so und hol mir nochmal kurz Muni. Aber ich glaube, es war die richtige Entscheidung, den Sniper wirklich mitzunehmen. Und die Scar. Weil, wie gesagt, mit dem... Das MG ist halt cool, aber... So, jetzt habe ich meine Stealth-Sniper weggelegt, um meine Stealth-Sniper zu nehmen. Wow. Also, das MG ist natürlich cool, aber es ist halt erstens saumäßig laut. Und, also, da finden wir Nimos Muni. Und das Nachladen ist halt grässlich, weil natürlich ein MG, da musst du, das dauert ja eine halbe Stunde. Weil ich meine, der Maximum Speed funktioniert dann leider nicht auf das Sniper-Gewehr. Das ist eine Scar, glaube ich. Dann bringt es nicht, dass wir die mitnehmen. Okay, ich gehe kurz mal auf das Dach des Gebäudes. Money, Money, da ist wieder ein MG. Da ist eine Scar. Okay. Genau deswegen bin ich nochmal hier hochgegangen, um nochmal einen kurzen Überblick zu beschaffen. Dann schnapp mir dich auch kurz mal weg. Geil. Natürlich war gar kein Schalldämpfer drauf. Natürlich. Ah! Blödes Drecksding. Da stand doch Schall gedämpft. Nächstes Mal versteckst du dich ein bisschen besser, stinke Alien. Okay. Aber ich glaube, jetzt sollten hier unten, also zumindest in der Nähe des Wagens, alle ausgeschaltet sein. Und wir sollten unbemerkt hinterkommen. Aber zum Notfall. Benutzen, benutzen. Also ich sehe jetzt gerade echt niemanden mehr. Dann würde ich sagen, können wir dahinter. Ich wette, da ist jetzt so ein ganz fetter Alien daneben. Ey, ich würde so lachen einfach. Ich würde echt so ein Lachflash kriegen, wenn jetzt so einfach so ein Alien dann stehen würde. So ein ganz fetter. Ne, okay, ist keiner. Dann würde ich sagen, ey, gehen wir kurz rein. Achtung, Alcatraz! Koloss nähert sich! Koloss? Kein Koloss. Kein Koloss! Schieß doch! Der, okay, der ist down. Jetzt kurz noch um die Aliens kümmern. Bitte ein bisschen plötzlich um die Aliens kümmern. Komm! Vor mir der Wagen noch explodiert. Okay, ich hoffe, das waren alle. Komm, ich will aussteigen. Der hat kein MG, das ist schade, egal. Okay. Dann können wir jetzt da runter. Ich weiß, da oben sind noch Aliens, aber die sind mir jetzt echt gesagt wurscht. Ich bin drin. Okay, jetzt sind wir drin hier im Gebäude. Alles überschwemmt, aber drin müssen wir wieder aufpassen. Ich glaube, da sind dann wieder Aliens. Es ärgert mich jetzt, dass ich meine Stealth Shotgun nicht habe. Weil die wird es mir eindeutig hier bringen. Führe mit dem Bioreparaturprotokoll ein Upgrade an Nanos durch. Nimm den Aufzug zur Lobby. Ja, mache ich gerne. Oh, Stealth. Okay. Ja, aber die sind mir ehrlich gesagt lieber. Um einiges. Bei denen weiß ich auch genau, wo der Kopf ist und muss ich irgendwie erst 1000 Testschüsse machen. Oh, nee. Ich würde sagen... Schallgedämpftes Snappergewehr ist einfach geil. Kann man nichts dagegen sagen. Okay, Granaten kurz nachholen. Unsichtbar wieder machen. Nee, eine Pistole will ich nicht. Das ist wieder ein MG. Boah, auf einmal liegen hier so viele MGs rum. Klar. Ich würde, wenn hätte ich mir ein MG mitgenommen, dann wäre überall Skaha. Der ist aber schon down, oder? Was sicher? Nichts ist sicher. Ihr seid alle tot. Wie kann das sicher sein? Ah, ja, eine Marshall! Was ist das? Das genießen wir? Und dann machen wir hier einen Schalldämpfer drauf. Oh, da kommen ja einige.
Okay, kurz in Deckung. Aufladen. Er ist tot. Warten. Okay, auf den muss ich aufpassen. Wow! Wow! What the fuck? What the fuck? What the fuck? Mit was hat der auf mich geschossen? Leute! Der hat mir mit einem Schuss... Er hat mir mit einem Schuss... meine Rüstung wegge... abgezogen. Meine Rüstung abgezogen. Und dazu noch mein, die Hälfte meines Lebens. Okay. Ja, das ist ein Scharfschütze. Aus 2 Meter Entfernung ungefähr. Okay. Zack. Okay, auf den passe ich jetzt eindeutig besser auf. Verdammt, jetzt haben sie mich gesehen, gell? Oder? Ne, sie haben mich noch nicht gesehen. Geil. Geh down. Okay. Die sind alle down. Das heißt, ich kann ganz kurz nochmal zurückgehen, mir noch ein bisschen Scharfschützen-Muni nehmen. Oder war da eine Munikiste? Ja, hier war... Oh, jetzt habe ich eine Scar mitgenommen. Hab doch schon eine. What the fuck? Okay, jetzt passe ich auf. Also den da, den Heine, der mich davor getötet hat, auf den passe ich jetzt eindeutig besser auf. Den hole ich mir von der Ferne. Boah, warum kommt da Unterstützung? Ich habe noch nicht mal Alarm ausgelöst. Wo ist jetzt die Shotgun wieder? Klar, die hat jetzt niemand mehr. Doch, nee, das ist eine Fellaini. Sieht irgendwie voll wie eine Shotgun aus. Okay, auf dich passe ich auf. Seht ihr das? Seht ihr das? Crysis 2, Bugdrom. Ihr habt es ja offiziell im Video. Crysis 2, scheiße. Ich brauche diese Dreckshotgun. Oh. Ich weiß, was das ist. Ein Granatwerfer. Awesome. Okay, ich pack. Nein, der ist doch nicht getroffen. Der liegt da nur so. Ich hasse dich und deinen Drecks-Elektrostrahl. Ja, die Waffe ist natürlich hammergeil, aber ich kann den sogar kurz mal aufnehmen. Das ist ein Granatwerfer. Man hat halt echt nur 5 Schüsse mit dem und das ist es mir nicht wert. Also, da nehme ich um einiges lieber hier meine Shotgun mit. Und das Schlimme ist, die Muni kann man auch nicht auffüllen, glaube ich, an solchen Spots. Und hier kommt so eine geile Musik, ey. Okay, wisst ihr was? Ich habe mich gerade umentschlossen. Nein! Scheiße, es ist ja ein Granatwerfer und keine RPG oder sowas. Das heißt, wir müssen da clever arbeiten. Oder einfach so. Boah, wie die mich aufregen mit ihren Dreckstrahlen da. Sind noch welche? Jetzt nicht mehr. Okay, die K-Volt nehmen wir natürlich nicht mit. Jetzt brauche ich wieder meine Ska. Habe ich jetzt meine Shotgun weggeworfen? Nimm doch. Da. Okay. Dann kurz einsteigen. Darf ich einsteigen? Wo kommst du denn her? Ich habe gerade, ich habe euch alle erwischt. Dann machen wir jetzt mal was Lustiges. Nehmen wir das Fass. Werfen es. Dann machen wir ab. Bam. Komm, dann stealthen wir mal kurz wieder. Zack. Nehmen das Fass. Super. Super! Wenn ich das Fass nehme, werde ich automatisch sichtbar. Was ist denn das für ein Kack? Ich will das Drecks-MG jetzt haben. Ich komme da nicht rein. Stranger, okay, da müssen wir uns halt ohne MG vorkämpfen. Okay. Neue MG-Wagen. Oh, ich habe gerade gedacht, der lebt noch. Das wäre, also das wäre unrealistisch gewesen. Okay. Money nehmen. Ja, das ist nochmal ein Granatwerfer. Nehme ich aber lieber nicht mit. Dann hier Shotgun wieder ausrüsten und aufpassen. Wo sind da welche? 2.
muss echt nur aufpassen, wenn sie eine K-Volt dabei haben, weil dann tun sie mir halt meine Anzugenergie wegnehmen und dann bin ich genauso angreifbar eigentlich wie die hier. Habe ich den nicht getroffen, Jäger? Scheiße. Was? Wie überlebt der Vicious den Kopf? Genau das habe ich gemeint. Okay. Unsichtbar machen. Stealth Shotgun rausholen. Durch den Metalldetektor. Werte damit gerechnet. Komm, wirf. Ja, ich bin im Gebäude. Freut euch. Seid ihr jetzt nicht mal down da? Ihr bekommt aber keine. Hallo, ich bekomme auch mal keine Unterstützung. Wo ist meine Unterstützung? Hä? 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 Wir wollen doch schön fair bleiben hier, oder? Oh. Einer ist noch da. Zwei sind noch da. Boah, die halten ja dermaßen viel auf, diese Heinis. Okay. Bam. Oh, nee, NMG. Okay. Eindeutig werden wir das mit Stealth machen. Weil ich habe keine Lust hier mit meinem... Also ich könnte es natürlich auch mit meinem Panzerungsmodus machen und da auf das zulaufen, aber das ist mir ein wenig zu unsicher. Zack. Und da klebt sein Gehirn an der Wand. Okay, da würde ich sagen, nehmen wir das MG mit. Das passt so gut in unser Sortiment. Okay. Schweres SMG natürlich, meine ich. Ist halt zu meinem MG. Muni könnten wir nochmal nachnehmen. Das würde ich auch gerne machen. Zack. Zack. Und dann können wir sie mitnehmen. Okay. Spielen wir. Aber ich glaube, das brauchen wir sogar gar nicht mehr. Nee, das brauchen... Doch. Fährst du jetzt alleine oder muss ich erst irgendwo draufdrücken? Da, Aufzug startet. Okay. Nein. Mein MG backt sich nicht weg. Normalerweise in Aufzügen backen sich immer Waffen weg. Irgendwie hat der Aufzug keinen Sound. Oder bilde ich mir das gerade ein? Okay, die Hargreave Rush AG. Okay, dann schauen wir mal, was uns hier so Schönes erwartet. Bis jetzt sehe ich keine Feinde. Oh, Wasser. Ja, mit Wasser haben wir in letzter Zeit nicht so gute Erfahrung gehabt. Also ich meine halt, an die Flutwelle, glaube ich, kann sich jeder noch erinnern von uns. Okay. Erledigen Sie ihn, Gentlemen. Mit aller Gewalt. Nee. Was machen Sie da, Lockhart? Oh. Nein! Sie zerstören unsere einzige Hoffnung, Lockhart. Sie Idiot. Glauben Sie, Sie können sich vor der Zukunft verstecken? Wir haben keine Wahl. Dieser Hund geht jetzt nicht auf die Jagd, Hargreave. Das Direktorium ist auf meiner Seite. Es will Ihren Blödsinn nicht mehr hören. Ich habe hier das Kommando. Geben Sie auf! Ha, ich habe gerade hier deinen Trupp besiegt. Wollte ich ja nochmal gesagt haben. Depp. Die Aufzüge und Sicherheitstore sind alle offline. Sie müssen das System vom Hauptpult aus neu starten. Sind es da Stühle da oben? What the fuck? Okay. Dann nehmen wir uns das. Kein Problem. Oh. Nein. Okay, wenn jetzt noch irgendwas Kleines dagegen bricht, dann haben wir ein kleines Problem. Schnell! Oh nein. Nein! Ein Alien! Oh, verdammt. Unser MG. Alcatraz kämpft immer weiter. Ruf zu den Waffen. Okay, im nächsten Kapitel kämpfen wir uns dann weiter. Und hoffentlich haben die Daten gereicht, die wir bekommen haben. Und dann kommen wir wieder zu Chino, zur Central Station. Bis zum nächsten Mal von Let's Play Crysis, euer MC Muffix. Ciao.